Viele dachten, das ist mein Geschäft, ist Cologne Watch. Nein, ich war nur ein Angestellter da. War ich nur Kunde da immer. Jedes Geld, was ich verdient habe, habe ich darüber gebracht. So, also wir gehen mal rein in das erste Video, in das letzte To Video. run this mag again for you. Very important day. I'm going to leave Cologne Watch. And this will be my last day with them. So, yeah, follow me. Now one of the last times I. Hier ist übrigens, diese Strecke bin ich, keine Ahnung, 100 Mal gegangen. Hier unten steht immer das Auto. Ja, das war der Weg. Go to the shop, the reason why and everything. We will just discuss it one second later. Now, let's say goodbye to everyone. Ja, heute gibt es einige große Neuigkeiten. Ich arbeite nicht mehr bei Cologne Watch und deswegen bin ich heute hier. Genau, und für jeden, das hier ist der Inhaber und der Gründer von Cologne Watch. Der hat das Ganze vor 10 Jahren aufgebaut, zur Loyalität. Von ihm habe ich alles gelernt. Also, der kenne ich sogar schon bevor ich dort gearbeitet habe. Da ist er auch immer in das Anzuggeschäft reingegangen. Ja, dadurch haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ich arbeite nicht mehr bei Cologne Watch. Ja, ich habe vor, meinen eigenen Weg zu gehen und das ist jetzt. Ja, heute erstmal der letzte Besuch hier vor Ort. Es werden noch ein paar Videos folgen, wo ich auch nochmal so zu sehen werde. Und wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß zusammen, haben tolle Projekte realisiert. Ja. Und ich habe auf jeden Fall alles hier gelernt. Und übrigens heute, falls ihr euch fragt, wer derjenige neben mir ist, das ist der Inhaber von Cologne Watch, Sadra. Wir haben ihn ab und an mal gesehen, ein paar Videoausschnitten. Aber heute ist er so das erste Mal quasi neben mir. Wir sind sehr traurig. Nein, also es ist natürlich sind wir traurig, weil wir haben eigentlich sehr viel zusammen erlebt. Wir haben sehr viel voneinander gelernt und ja. Ich habe da gearbeitet seit 2016 oder also um die 4 Jahre auf jeden Fall. Ja, um die 4 Jahre. Vorher war ich nur Kunde da immer. Jedes Geld, was ich verdient habe, habe ich darüber gebracht. Also das war, so sind wir überhaupt in Kontakt gekommen. Ja, ich hatte mal so einen langen Bart, aber den habe ich erstmal abgemacht. Kommt aber bestimmt bald wieder. Kann halt nichts machen, so ist es. Das Leben geht weiter. Ja. Jeder macht einen neuen Abschnitt im Leben und wir wünschen auf jeden Fall uns beiden, dass es weiter vorangeht. Wenn ihr irgendwas seht auf der Webseite, dann kontaktiert am besten die Jungs direkt. Jetzt die folgenden Videos auf dem Cologne Watch Channel stellen auch so ein bisschen die Personen vor, die ihr auch schon kennt. Also wir haben den Henry und den Abdullah in Köln, die da sehr kompetent sind. Und hier in Düsseldorf gibt es den Angelo hinter der Theke sowie den Ennis, das ist dein Sohn. Und von daher, da geht alles gewohnt weiter. Wenn ihr irgendwelche Anfragen habt zu Uhren, dann ja, wendet euch direkt an die Jungs und die werden euch kompetent zur Seite stehen. Ja, und hier haben wir nochmal so ein paar Highlights zusammengeschnitten. Das war dieses Slow-Mo-Video. Ganz vom Anfang, da hatten wir so eine Kamera noch gemietet. Sensationeller Zusammenschnitt. Ah, wer kennt noch das Video? Da waren wir in so einer Höhle. 2 Wochen später wurden da Leute verschüttet. Ja, mit Nico. Der war gerade in so einer Phase, wo er eine Diät gemacht hat. Da war er nicht so gut drauf. Pedro. Ja, mit Kevin war auch gut. Monte und Knossi. So these were the highlights during my time at Cologne Watch, and I really put my heart into this shop. I stayed there from the beginning since they opened until now. And yeah, the question you might ask is now, what is the plan? What you want to do? So my wish is to have my own name on a shop, and this goal I'm chasing right now. I want to open a shop in a different city. I want to buy and sell watches. Ja, also viele fragen jetzt, wo der Laden sein wird. Also es sind noch ein paar Sachen, die halt vorher gemacht werden müssen. Man braucht halt auch hier relativ viel Kapital. Und ich werde auf jeden Fall nicht in Düsseldorf oder in Köln bleiben. Also es wird eine andere Stadt werden. Aber wohin, werde ich noch nicht verraten. The online page will be available. Ja, viele, der Mr. One Hand schreibt gerade, viele dachten, das ist mein Geschäft, ist Cologne Watch. Nein, ich war nur ein Angestellter da. Sooner than the shop, of course. But this is my plan and this is my goal. I chase it. I work
on this, and it will be a hard ride. You will be witnessing everything. I take the camera everywhere. Also, I have one person who is supporting me. There are some government. Ja, also es gibt eine Person, auch ein sehr guter Gesichtsausdruck, der hilft mir dabei, halt die richtigen Adressen zu erreichen. Es gibt staatlich geförderte Programme, Förderungszuschläge, und daran versuchen wir gerade zu arbeiten. Ich werde mit ihm auch mal ein Video machen. Deutschland bietet wirklich exzellente Möglichkeiten, wenn man sich selbstständig machen möchte. Sei es jetzt durch die Bürgschaftsbank oder die KfW, ist sehr, sehr spannend. And we are trying to get support from them as well, and I will show you what it is and what kind of possibilities Germany offers to you also. This will be a very unique ride, and yeah, if you want to support me, then I don't know, just follow up this channel and I will tell you everything what you need to know. This will be pretty interesting, inshallah everything will work out, and this is the statement, it will go on, and I don't know. Let's go for it. Ja, insgesamt muss ich sagen, jetzt vom Zeitpunkt her, jetzt auch jemand geschrieben hat, aufgrund dieser Corona-Krise, eigentlich so gesehen, ich verfolge auch so die Preise sehr aktuell und es gibt eigentlich keinen Preisverfall. Natürlich sind die Banken aktuell mit anderen Sachen beschäftigt, aber das wird schon. Also es wird kein einfacher Weg sein, aber ich werde erstmal langsam anfangen. Es wird eine Website kommen und ja, ich habe ein paar Uhren. Ich habe Partner, die mich mit Uhren versorgen werden, und so wird das Ganze erstmal anfangen ab dem 15. nächsten Monat, und dann hoffen wir einfach mal, dass es so weitergeht. Ja, ich werde mich, also jemand fragt gerade, ob ich mich auf Uhren fokussieren will, also Taschen und so weiter, diese MS-Taschen ist ja so ein Hobby von mir, das werde ich erstmal weitermachen, und sonst dazu werde ich noch ein bisschen so hochwertiges Parfum nehmen, weil da habe ich einfach auch selber Bock drauf, ne? Ich, Mr. One Hand, schreibt, dass ich das Gesicht von Cologne Watch war. Ja, stimmt. Ich habe halt jedes Video in der Außendarstellung so übernommen, ne? Wir hatten echt sensationellen Content, wenn ich mal gerade hier auf den Kanal nochmal gehe. Das war übrigens das letzte Video. Jeder, der sich fragt, was in Köln so abgeht. Herzlich willkommen zu Cologne Watch. Mein Name ist Marc. Jetzt rein und das hier ist der Henry von Laufenberg, der unter anderem ist auch in Köln tätig. Wenn ihr da irgendwelche Anfragen habt, sehr kompetenter Mitarbeiter. Die Webseite wird heißen markgebau.com, also die habe ich ja jetzt auch schon. Also war auf jeden Fall, also wir hatten sehr, sehr viel Spaß da, ne? Wenn ich zurückdenke an die Anfänge, ne? Hier unten habe ich die Videos noch selber geschnitten. Und das ist übrigens, wenn ihr nach Köln geht, derjenige, der auch immer hinter der Theke ist. Uns natürlich immer, ja, alles, was man braucht. Bruder Jalzin, das ist sein Bruder. Herzlich willkommen zu Kurs. Das motiviert uns natürlich immer, neuen und besseren Content herauszubringen. Und für das Ganze hier habe ich auch mir mit dem den Bart, richtigen ne? Mann das war's, ey. Zu meiner Seite geholt. Und zwar, das ist der Bruder des Gründers vom Cologne Watch Center. Und eigentlich auch am besten, oder? Das ist schon eine heftige Ausfahrt. Genau, hier haben wir ihn. Vom Aufbau das her ist der Apo. Ist so, also man kommt den trefft rein, ihr in Köln. Ja, sonst, wenn wir hier zurück an die Anfänge gehen. Das war übrigens das erste Mal, dass ich mit dem Marco, ich weiß nicht, ob er gestern auch am Start war, das war das erste Video von mir mit ihm. Und dann ging das Ganze so weiter. Hier der Stream, das... der Stream, sage ich schon, das war auch ein super Video, was wir eben im Zusammenschnitt gesehen haben mit den High-Speed-Aufnahmen. Ja, Mann, Alter, das war auch noch was. Das war eine Arbeit. Ich weiß noch, da habe ich das Video noch selber geschnitten. Und die Sounds habe ich, glaube ich, aus Counter-Strike genommen. Ja, so war das. Was sagst du dazu, dass Rolex-Uhren eine Blase sind, da immer mehr Leute als Wertanlage das Hort? Ja, das magst du hier in Deutschland so vorkommen. Also jetzt gerade, wenn ich in Dubai bin oder so, dann kaufen die Leute das eigentlich mehr wegen dem Aussehen. Deswegen sind auch mehr andere Uhren dort populär, sagen wir Hublot oder egal welche andere Marke. In Deutschland ist es auf jeden Fall so. Die Leute kaufen es deswegen. Nichtsdestotrotz wird aktuell, also es findet kein Abverkauf statt. Und die ganze Welt, also ich sag mal so, man muss es ja global sehen. Hongkong ist das größte Drehkreuz für diese Uhren und Hongkong ist seit Januar dicht. Nichtsdestotrotz wird es halt durch Amerika und so weiter kompensiert. Bis jetzt sehen wir keinen Preisverfall und die Blase, ich sag mal so, für die Stahlmodelle und so, das wird vorerst erstmal so weitergehen. Das Werk ist zu. Und die Leute, denke ich mal, fangen auch jetzt in den nächsten Wochen wieder an, aktiver zu konsumieren. Ich kann da jetzt noch nicht feststellen. Wird der AP-Hype größer? Ja, also AP ist auf jeden Fall die Marke, die sich am meisten durchsetzt, aufgrund dessen, dass auch die Politik von AP super ist. Ne? Die machen es sehr, sehr klein, wachsen human, und die meisten von euch werden es nicht. Aber früher war die Zusammenarbeit mit AP ein absoluter Horror. Das war das Schlimmste. Also wenn man eine Uhr eingeschickt hat, es hat Monate gedauert, und jetzt
wird sauber abgewickelt, gute Bearbeitungszeit, also kann ich nichts sagen. Cologne Watch, die Jungs sind erreichbar, also wenn ihr da irgendwelche Anfragen habt, könnt ihr euch melden. Die fahren in den Laden, können natürlich nicht aufhaben, aber ja. Hab mir letztens eine Nomos Orion 38mm gekauft und in das Inhouse-Werk verliebt. Meinung zu Nomos, ja, schauen wir uns gerade mal die Nomos an. Nomos ist eigentlich eine sehr coole Marke in dieser Preisrange. Ne? Die liegen immer so zwischen 2000 Euro, also um die 2000 Euro, sind sehr clean vom Design her. Ist auch ein deutsches Produkt. Diese Neomatic ist ein bisschen, ja gut, also die ist ein bisschen peppiger, sage ich mal. Und immer wenn ich sie in Zahlung genommen habe, natürlich macht man in der Preislage immer einen Verlust. Aber ich habe sie sehr, sehr schnell wieder verkauft. Also keine schlechte Uhr.